Willkommen zurück zu Baldur's Gate 2. In der letzten Folge wurden wir ganz zum Schluss noch kurz überfallen auf unserem Weg nach Osten. Ja, danke schön für diese Information, dass du hier mit der Zivilisation arbeiten kannst. Das ist sehr schön. Wir wurden überfallen und haben uns natürlich erfolgreich zur Wehr gesetzt. Allerdings lag dann auch ein verletzter Mensch noch in der Straße. Hier steht zwar Leiche, aber ich glaube, er ist noch am Leben und wir sollen den Renfield jetzt zu seinem Freund, Feind, Verwandten, wen auch immer, Rylock im Hafenviertel bringen. Das machen wir aktuell. Und er hat gesagt, ein orangenes Gebäude hier unten und momentan gibt es hier 3. 1, 2 und 3. Und da das hier unten Südwesten ist, gehen wir jetzt erstmal hier runter und schauen uns erstmal das hier an. Weil der vor der Tür stehen muss, hat er gesagt. Mal gucken, ob wir hier einigermaßen unbehelligt durch die Nacht kommen. Auch das Hafenviertel werden wir uns irgendwann mal entspannt anschauen. Da ist schon Raufbold, sehe ich schon ein. Aber momentan, na, wir stehen immer noch ein bisschen unter Zeitdruck wegen Nalia. Damit wir endlich die Festung erreichen. Aber wenn wir ständig abgelenkt werden. So, was ist das hier für ein komischer Hebel? Wenn wir ständig abgelenkt werden, ne, dann muss man sich nicht wundern, wenn die Zeit einfach schneller vergeht, wie wir einfach hier die Quests erledigen können. Da ist der Rylock. Okay, wir sind hier richtig. Dann spreche ich mal kurz mit dem Rylock. Ja, was gibt's? Renfield bei Thymoda. Ich danke euch, dass ihr ihn hierher gebracht habt. Wir haben uns schon Sorgen gemacht. Das sieht auch ein bisschen liebesmäßig aus hier. Kein Problem, gerne geholfen. Wer seid ihr? Was ist das für ein Haus? Das ist eine Privatresidenz. Ich danke euch dafür, dass ihr Renfield hierher gebracht habt. Er wirkt krank und ich muss ihn daher sofort reinbringen. Hier ein paar Münzen für eure Bemühungen. Okay, ich habe Erfahrungspunkte gewonnen, aber wo sind die Münzen? 200 Gold. Okay, und schon schwupps ist er weg. Wir werden dem jetzt aber auch nicht nachgehen. Fest ist auch abgeschlossen. Wir werden dem jetzt nicht nachgehen, sondern werden erstmal unsere eigene Aufgabe durchführen. Kann ich denn hier unten raus, nach unten zu den Werften? Vielleicht kann man hier sogar rausgehen. Oder ist das ein anderes Gebiet? Nach unten zu den Werften, hä? Na, wo denn? Nun, keine Ahnung, wieso da so ein spezieller Knopf steht auf der Karte, aber hier ist, ich dachte, hier geht's raus. Leider nicht, das heißt, wir müssen wieder hoch. Ausgang zum Viertel. Wir wissen auf alle Fälle jetzt schon, wo die Gilde der Schattendiebe ist. Ganz präsent. Die hat auch keine Angst, irgendwie das anzukündigen, dass jetzt hier das Gebäude ist. Na gut, was ist hier noch? Reik Getras Haus. Ist Ambrosia. Oh, der Zar. Das ist der aus dem ersten Teil. Will mit euch reden, Dreckspatz. Ah, ich habe mich schon gefragt, wann ihr hier auftauchen würdet. Zent. Bereits als wir uns zum letzten Mal trafen, habe ich angenommen, dass wir uns wiedersehen würden. Und offensichtlich habe ich mit meinen Befürchtungen recht behalten. Ich richte das Wort nicht an euch, herzloses Harfner Weib. Ich bin hier wegen einer Bitte an euren Gefährten Tollfuß. Vielleicht erinnert ihr euch nicht mehr an das letzte Mal, als wir uns begegnet sind. Ich entsinne mich, schon mal mit ziemlich begriffsstutzigen Typen zusammengearbeitet zu haben, die euch ähnelten. Wenn Monty hier wäre, könnte er meiner Erinnerung bestimmt auf die Sprünge helfen, aber egal. Ja, das waren die beiden, die wir ganz am Anfang quasi entdeckt haben und mit denen man nach Neschkel, glaube ich, gehen sollte. Und wenn ich mich noch richtig erinnere, sind das böse Charaktere auch. Ich habe gesehen, dass ihr euch mit den Hafnern abgegeben habt, aber es ist offenkundig, dass ihr selbst kein Hafner seid. Dann seid ihr bestimmt bereit, mir einen Dienst zu erweisen, indem ihr sie beobachtet. Was? Welche Hafner? Wovon redet ihr? Die Hafner, denen ihr den vergifteten Mann ausgeliefert habt. Oder wart ihr zu blöd, um zu wissen, dass sie Hafner waren? Benötige eure unzulänglichen Dienste für einen Auftrag. Ja, seid vorsichtig, Tollfuß. Die Hafner werden eine Einmischung nicht als Kavaliersdelikt abtun. Und dieser Zentarim trägt vermutlich nur die schlimmsten aller Absichten in seinem Herzen.
Ja, ja, aber ich bitte euch ja auch nicht reinzugehen und alle abzuschlachten, oder? So verführerisch das auch sein mag, bin ich doch kein so trampeliger Idiot, wie eure Freunde vielleicht annehmen. Ja, wir fragen erstmal, was er will, aber wir werden dem wahrscheinlich nicht zustimmen. Mein Freund, Montaron ist von diesen lästigen Hafnern als Geisel genommen worden. Ihr sollt in deren Gebäude gelangen und Monty für mich finden. Ihr wollt, dass ich mich in diesen Stützpunkt der Hafner einschleiche? Und was verhindert, dass ich genauso ende wie Montaron? Nun, ihr seid derjenige, der sie kennt. Wir werden euch nicht töten, nur weil ihr nach dem Verbleib von einem Dieb forscht. Bah! Was bekomme ich denn, wenn ich diesen Auftrag erledige? Eine Belohnung? Ist es nicht Belohnung genug, einen Gefährten in Not zu retten? Ah, na gut, für eure Bemühungen sollt ihr eine Belohnung in Gold und auch etwas anderes haben. Ich habe ein paar bestimmte Informationen. Eure Freundin, die von den verhüllten Magiern mitgenommen worden ist, ich weiß, wo sie ist. Erfüllt meinen Auftrag und ich werde euch sagen, wo. Hehehehe. Okay, das ist ein schlechter Schauspieler, dass er hier nochmal so ein Lächeln hier preisgibt. Ich bin jetzt nicht sicher, wenn ich die Quest annehme, ob mir dann irgendwie die Hafner gleich irgendwie so böse gesonnen sind. Ich werde mal schauen, was ich tun kann. Ich glaube, das ist eine ganz diplomatische Antwort. Hervorragend. Geht zu ihrem Gebäude und kommt zurück, sobald ihr ihn gefunden habt. Klein, Halbling, Dieb. Sogar jemand mit eurem intellektuellen Fähigkeiten könnte ihn verpassen. Wenn ihr wirklich untersuchen wollt, was mit dem Spion geschehen ist, so ist das eure Entscheidung, Teufels. Ich würde jedoch vorschlagen, dass ihr vorsichtig seid und euren gesunden Menschenverstand einsetzt. Selbst wenn die Hafner überhaupt mit uns sprechen und schon daran zweifle ich, werden sie uns sicher nicht sagen, was sie mit dem Halbling wirklich gemacht haben. Es ist wohl besser, wenn wir nicht direkt nach ihm fragen. Vielleicht kann man sich ja auch mal reinschleichen oder so. Das wäre auch noch eine Option. Dass man irgendwie so Unsichtbarkeitstrank macht oder so. Keine Ahnung. Aber das ist jetzt nicht unsere Priorität. Auch wenn er weiß, wo vielleicht Imoin ist. Obwohl ich dem nicht traue. Ne? Ich glaube nicht, dass er hier großartig uns was erzählen kann. Wir würden uns dadurch halt 20.000 Gold sparen. Auf der anderen Seite gibt es bestimmt mehrere Möglichkeiten, an die Information heranzukommen, wo Imoin zu finden ist. Und davon wird bestimmt auch eine sein, nicht 20.000 Gold bezahlen zu müssen. Na gut, das soll uns jetzt erstmal nicht so belasten. Wir versuchen nochmal unser Glück, indem wir Richtung Osten gehen. Erstmal Richtung Stadttore. Irgendwann müssen wir dort ja auch mal ankommen. So, Flüdian, wir sprechen mal mit dem Flüdian. Der steht hier so auf dem Weg präsent. Den nehmen wir mit. Hallo, kann ich helfen? Eigentlich, vielleicht könnt ihr mir helfen. Ja, wer seid ihr denn und was meint ihr damit? Ich bin ein Bote, den der hohe Händler von Handelstreff geschickt hat. Soll jemanden finden, der unserer Stadt hilft. Ihr seht wie ein Abenteurer aus. Ihr könntet genau die Hilfe sein, die wir brauchen. Wer ist denn der hohe Händler? Es ist Fürst Logan Koprit, Bürgermeister und hoher Händler von Handelstreff. Er ist bereit, jedem eine beachtliche Belohnung zu zahlen, der Handelstreff aus seiner Zwangslage befreit. Was habt ihr denn für Schwierigkeiten? Die Stadt wird von Tieren des Waldes angegriffen. Der hohe Händler glaubt, dass Druiden dafür verantwortlich sind. Aber wir haben nicht genug Leute, sie aufzuspüren und aufzuhalten. Warum sollten denn Druiden Handelstreff angreifen? Ich habe noch nie so etwas gehört. Boah, niemand weiß, warum wir angegriffen werden. Wir haben das wahrlich nicht verdient. Wir sind noch nicht einmal sicher, ob wirklich die Druiden dahinter stecken. Sie haben vorher nie etwas Ähnliches getan. Druiden würden eine Stadt niemals ohne Grund angreifen, sagte Yahira. Das ist eine äußerst extreme Reaktion, Tolvus. Wir sollten die Angelegenheit auf jeden Fall näher untersuchen. Bewohner der Stadt werden bereits wütend und Fürst Logan möchte die Angelegenheit bereinigen, ehe noch Schlimmeres passiert. Ich werde euch wohl helfen. Ich muss unbedingt zu Geld kommen, um einer Freundin zu helfen, die die verhüllten Magier festhalten. Ist eine Belohnung ausgesetzt? Ja, ich bin nicht sicher, wie viel es ist, aber sie wird hoch ausfallen. Fürst Logan ist wohlhabend und sucht verzweifelt Hilfe. Versteht ihr? Wo ist denn diese Stadt? Hier, ich kann es euch auf der Karte zeigen. Denkt ihr, dass ihr uns helfen könnt? Ja, wir haben in der Vergangenheit gelernt, mit solchen Dingen umzugehen. Wir gucken uns das mal an. Wunderbar, ich werde Fürst Logan benachrichtigen, dass er euch erwarten kann. Danke für eure Hilfe. Ah, die Bezahlung sollte aber stimmen, wenn man von mir verlangt, durch die Wildnis zu streifen und auf Bären und Eichhörnchen und so Getier einzuhacken. Speziell Eichhörnchen würde ich definitiv sagen, kann man schon mal einhacken.
Vor allem, wenn sie Manfred heißen. Ganz wichtig. Das werdet ihr nicht, Korgan. Das Gleichgewicht der Natur ist gestört und wir müssen es wiederherstellen. Ich werde nicht zulassen, dass ihr hier ohne Rücksicht auf Konsequenzen herumwütet. Ich habe das gar nicht mehr so in Erinnerung, dass hier die Charaktere sich so unterhalten. Ich weiß, dass es mehr ist wie in Baldur's Gate, aber ist ja echt toll, wie viel Kommentare wir hier schon gehört haben zu unterschiedlichsten Quests. Ich tue es, wenn ich das will, nämlich dämlicher Baumsteichel, der Gänseblümchen fressender Dreckslüstling. Beiß den Kopf von der blöden Taube ab, wenn mir der Sinn danach steht. Oh Gott. Vielleicht überlegt ihr euch das nochmal, Korgan. Tauben könnten die verschiedensten Krankheiten tragen. Und ich möchte nicht, dass ihr nur wegen eurer Dummheit durch die Gegend kotzt und euch in Krämpfen windet. Ist mir scheißegal, dämlicher Idiot. Macht noch einmal eure Klappe auf und ich schieb eure Axt quer da rein. Lasst mich von Waldwürmern nicht verarschen. Ihr könnt es gerne ausprobieren, aber ihr seid hier nicht der Einzige, der in den Kampfkünsten bewandert ist. Denkt daran, dass der Wald mein Reich ist und ihr euch hier extrem im Nachteil befindet. Naja, eigentlich sind wir hier in der Stadt, ne? Jahira. Möchte ich mal angemerkt haben. So, hier oben eine Tür, der krumme Kranich. Gucken wir uns später an. Amnischer Soldat, das ist schon die ganze Karte hier, sehr schön. Auf nach Osten. So, hier unten ist Handelstreff. Aha. Dann gehen wir mal Richtung Festung der Dardanies. 8 Stunden Reise. Feinde haben euch aufgelauert. Und natürlich haben uns Feinde aufgelauert. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn nicht. Das wäre auch zu einfach, wenn die einfach hier nicht auflauern würden. Na gut. Wir werden auf alle Fälle gleich mal rasten. Ach, ist das ein Kudmull hier. Ich sehe nichts. Wir müssen einfach nur draufschlagen. Und die Fernkämpfer außer Reichweite halten. Sklavenjäger sind das hier. Boah, sind nicht allzu schwer zu erledigen. Passt. Sind so Uruk. Hundewesen? Oder was ist das hier? Und gibt auch wieder schöne Erfahrungspunkte. Oh, und auch gute Pfeile. Sehr schön. Boah, ich nehme alles zurück. Das hat sich gelohnt, dass wir überfallen worden sind. Wir sollten uns öfters auf dem Präsentierteller hier präsentieren, damit wir überfallen werden. Wenn hier so guter Loot wegfällt. Wir selber können leider nicht identifizieren. Das ist etwas schade. So. Vor allem die Pfeile. Das ist wieder toll, dass wir die bekommen haben. Pfeil plus 1. So, weiter geht's. Wir sind wahrscheinlich gerade mal 10 Minuten von der Stadtgrenze entfernt. Ja. Direkt im ersten Wald gleich überfallen. Wow. So, hier sind wir. Moment. Hier ist eine Palisade. Dann haben sich unsere Wachen zurückgezogen und die Burg ist gefallen. Sie wird nun schwer zu retten sein. Die Palisade befindet sich im Westen. Okay. Ich denke, ihr solltet mir einfach sagen, was uns erwartet. Ich hätte es euch schon früher sagen sollen, aber andere weigerten sich, mir zu helfen, nachdem sie es erfuhren. Wir werden von Trollen belagert. Dun, dun, dun. Der Hauptangriff begann vor einigen Nächten. Noch schlimmer, sie scheinen von irgendwelchen Schlangenwesen begleitet zu werden. Ich habe so etwas noch nie gesehen, aber ich schätze, ich habe noch nicht viel gesehen. Trolle sind schon reichlich gefährlich. Ich habe gehört, dass man sie nur mit Feuer oder Säure dauerhaft töten kann. Über die anderen Kreaturen weiß ich nichts. Gut, dass der Teufuß seine niegelnagelneue Axt mit dabei hat. Vielleicht wurden sie von Elfen aus dem Norden hierher vertrieben. Oder vielleicht von den neuen Siedlungen südlich von Tetyr. Ich kenne ihre Zahl nicht. Ich weiß nur, dass wir meine Familie retten müssen. Also ein Frontalangriff würde zu einem Gemetzel führen. Das machen wir natürlich nicht. Ihr könnt euch nördlich der Palisade durch eine Geheimtür in der Burgmauer einschleichen. Ich bin dort immer nachts hinausgeschlüpft. Tantchen hatte zwar was dagegen, aber das war mir egal. Wir sollten bald aufbrechen. Warten verschlimmert die Sache nur. Ich werde versuchen, die Führung zu übernehmen, sobald wir drin sind. Nachdem wir Dalleson gefunden haben, können wir uns auf die Trolle konzentrieren. So, wir gucken mal auf die Karte. Oh, das ist eine große Karte, eine sehr große Karte. Bevor wir jetzt rasten... Oh, da ist schon jemand aufgespießt oder was hier. Eieieiei. Was hat denn die Palisade zu sagen, ehrlicherweise? Das ist der Frontalangriff jetzt hier vorne. Ich glaube, wir müssen nicht hier entlang. Es sieht zumindest etwas gefährlich aus hier. Wir gehen mal hier unten entlang. Ah, die Musik ist ja fantastisch.
Und wir decken mal wieder schön das schwarze Nichts auf bis zum letzten Fleck hier. Auch der Fleck hier drüben muss aufgedeckt werden. Das tut mir sehr leid. Aber ihr wisst, was wir machen müssen. Können wir mal ganz kurz hier an die Grenzen der Karte gehen, ob da gleich noch irgendwas daneben ist? Okay, also hier werden anscheinend keine neuen Gebiete aufgedeckt, wenn man den Kartenrand quasi begeht. Das war ja im ersten Teil noch ein bisschen anders, ne? Da wurden dann die entsprechenden Sektionen einfach aufgedeckt. Hier ist es anscheinend so, die werden nur aufgedeckt, wenn du die entsprechende Quest bekommst. Na gut, so, ich drücke immer mal wieder ein bisschen die Tabulator-Taste, um mir anzeigen zu lassen, ob hier irgendwas liegt, versteckt liegt zum Beispiel, ne? Kann ja durchaus sein, dass da irgendwo jemand hier was hinterlassen hat, dass wir uns krallen können. Wir gehen jetzt erstmal am unteren Rand entlang. Ah, hier ist die Palisade. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sind in den Palisaden jetzt die Verbündeten von uns, weil die sich so zurückgezogen haben. Das heißt, deswegen ist die Burg dann auch gefallen. Nee, da kommt tatsächlich nichts mehr, ne? War ein Riesenelch hier. Aber die konnten hier eine Palisade aufbauen, während sie belagert wurden. Das haben die Belagerer zugelassen. Wie das denn? Okay. Na gut, Wächter der Familie, sehr schön. Dann gehen wir mal hier rein. Eine relativ kleine Behausung hier. Mit einer Person. Hauptmann Arad ist hier. Ja, Kumpel? Ei, tja, euch hat Herrin Nadia also mitgebracht, damit ihr uns helft, was? Nun, ihr werdet bestimmt alle Hände voll zu tun haben. Und wer bitteschön seid ihr? Den Hauptmann Arad, Garnisonskommandant und der Fürstin Darnis, bis uns die Trolle vertrieben haben. Wie ihr hier seht, sind die, die überlebt haben. Also er und zwei Soldaten. Ah, Herrin Nadia, könnt ihr alles sein, was von der Familie übrig geblieben ist? Ich habe versucht, Fürst Darnis und seine Schwester zu finden, aber es ist mir nicht gelungen. Nadia könnte die Letzte sein. Könnt ihr mir sagen, was genau geschehen ist? Hat Herrin Nadia es euch nicht gesagt? Wir wurden 2 Tage zuvor von Trollen und Yuan-Ti heimgesucht. Sie hatten tunnelgrabende Tiere bei sich, sodass wir von oben und unten angegriffen wurden. Es gab wirklich wenig, was hätte getan werden können. Der Kampf ging von Raum zu Raum und wir verbarrikadierten uns, wenn es nötig war. Wir haben praktisch bis zum letzten Mann gekämpft. Bald Fürst Darnis verschwand, war es hoffnungslos. Er suchte ihn zu finden, aber da war nichts zu machen. Die wenigen Soldaten, die übrig geblieben waren, nach draußen zu bringen, war anstrengend genug. Die Trolle und diese Yuan-Ti haben die Festung vollkommen dicht gemacht. Ich hoffe, dass sie nur Lösegeld für unseren Fürsten verlangen, aber meine Hoffnungen schwinden schnell. Wenn es euch gelingen würde, um was Herrin Nadia euch gebeten hat und ihr das Schloss von diesem Ungeziefer befreit, wären wir sehr dankbar. Genau wie Fürst Darnis, wenn er da drin noch am Leben ist. So, wisst ihr vielleicht, wie ich in die Festung gelangen könnte? Nadia hat euch doch von dem geheimen Eingang erzählt, nicht wahr? Er befindet sich im Norden der Palisade, versteckt in der Festungsmauer hinter ein bisschen Gebüsch. Fürst Darnis weiß davon, beobachte den geheimen Ausgang, um zu sehen, ob er ihn zur Flucht nutzt. Aber ich habe nicht genug Männer hier, um eine Rettungsaktion zu starten. Die Trolle und Yuan-Ti haben das Tor zugesperrt. Der geheime Zugang ist der einzige Weg hinein. Am besten seid ihr vorsichtig. Wenn sie davon erfahren, werdet ihr nichts als Ärger haben. Na gut, wir machen uns auf den Weg. Wenn ihr in das Schloss gelangt, gibt es eine Möglichkeit, wie meine Männer und ich euch helfen können. Wenn ihr die Zugbrücke von innen herunterlässt, können wir den Feind nach draußen locken und beschäftigen. Je tiefer ihr in die Festung vordringt, desto mehr Trollen und Yuan-Ti werdet ihr begegnen. Lasst die Brücke herunter und wir werden sie ablenken. Das könnte eure einzige Chance sein. Dadurch gewinnt ihr Zeit, um nach Fürst Darnis und Fürstin Delzia zu suchen. Ich schlage vor, dass ihr euch so schnell wie möglich in den Hof begebt und die Zugbrücke herunterlasst. Es ist ein Angebot. Ich hasse den Gedanken, hier herumzusitzen, während jemand anders reingeht und das ganze Risiko übernimmt. Aber es steht euch frei zu tun, was ihr wollt. Exzellente Idee. Danke, Hauptmann Arad. Ihr habt meinen Vater gut gedient. Tollfuß, wir sollten die Brücke schnell öffnen, sobald wir drin sind. Jetzt, wenn ihr das nochmal 5-mal sagt, dass wir die Brücke runterlassen sollen. Ich hab's verstanden, Leute. Ich bin ein Zwerg, klein und dick. Aber auch ich hab's jetzt verstanden, dass wir die Brücke herunterlassen sollen.
Werdet auf jeden Fall sicher, dass ihr Säure oder Feuer dabei habt. Trolle sind mit nichts anderem zu erledigen. Mögen die Götter mit euch sein, nehmt diese Pfeile, vielleicht nützen sie euch etwas. Ja, super, dankeschön. Da, wir haben unseren persönlichen Elch hier mitgebracht. Unseren Verteidigungselch. So, wunderbar. Hat eigentlich Hexat der gute Sagenkunde? 36. Das ist für einen Vampir ist ganz okay. 40. Na gut. Aber hätte ich jetzt ehrlicherweise ein bisschen mehr erwartet. Gut, dann gehen wir mal nach Norden. Ist hier oben der Eingang? Ist das der Eingang? Nee. So eine epische Musik. Ein Murmeltier. Okay, also vielleicht ist das doch der Eingang. Hier geht es nicht weiter. Dun, 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 dun. Da ist doch der Eingang. Hier irgendwo. Wenn sich der Held von Baldur's Tor schon schwer tut, einen geheimen Eingang zu finden. Ach so, der muss erst erscheinen jetzt. Ja gut, okay, also dann sind wir mal soweit. Ne? Wir haben noch ein paar Minütchen. Wir gehen mal rein, legen die Äste beiseite. Habe ich denn alles jetzt dabei? Wir könnten hier draußen noch rasten. Zur Sicherheit, weil ich nicht weiß, ob wir drinnen rasten können. Wahrscheinlich schon. Los geht's. Und ich glaube, wir werden als allererstes die Brücke runterlassen. Wir sollten zuerst Dalesen finden, falls er noch am Leben ist, und uns dann in den Hof durchschlagen und die Zugbrücke herunterlassen. Aha, jetzt sollen wir doch erst jemanden finden und dann die Zugbrücke herunterlassen. Also vorher klangen die Prioritäten aber noch ein bisschen anders. So. Ja, erstes Hindernis, gleich mal die Türe verschlossen. Wenn du da keinen Dieb mit dabei hast, fühlt man sich schon sehr schwer. So, gut, dass Hexat hier ausgebildet ist. Hexat habe ich angepasst, oder? Das Skript. Fernkampfwaffe, Falle finden, ja. So, konzentrierter Heiltrank. Ich bin ja fast geneigt, diese Kugeln hier zu lassen, weil wir die momentan nicht mehr brauchen. Pfeil, schwere Armbrustbolzen, leichte Armbrustbolzen. Oh Mann, könnte man natürlich auch ganz gut gebrauchen. Das könnte man natürlich jetzt auch ganz gut gebrauchen. Zumindest die leichte Armbrust. Ist wahrscheinlich eine Armbrust plus 1 oder sowas. Ja. Nehmen die mal mit. Wir werden die wahrscheinlich verkaufen. So. Ich lasse mal die Kugeln noch da, ne? Weil wer weiß, ob wir nicht doch irgendwann noch eine zweite Schleuder im Einsatz haben. Wie alles wieder so eng hier. Alles so eng. Lass den Tollfuß nach vorne. Und da ist der erste Troll auch schon. Nein, ich flehe euch an. Keine Bestrafung mehr. Ah, verflixt. Kommt halt rein, Leute. Ah, verflixt. Nalia steht natürlich wieder ganz vorne. Das ist so klar. So. Und jetzt muss eigentlich nur noch der Tollfuß draufschlagen und schon schwupps ist er tot. Das war, also die Axt war die beste Investition, die wir jemals gemacht haben. Bessere Kugeln und sonst nichts Besonderes. Dann der arme Tropf hat leider nichts fallen lassen. Ganz viele Kugeln, Mensch. Wir könnten ja theoretisch die Kugeln auch erstmal. Ein Volk erzählen wir uns solche Geschichten. Unter der Erde rumzukriechen. Ich glaube, wir werden die Kugeln auch erstmal in den Beutel legen, weil wir die nicht brauchen. Wir werden die identifizieren lassen, wenn sie gute Kugeln sind. Aber die wird dann der Tollfuß erstmal verwahren. Mal gucken, wie viel in den Beutel passt. Dann hat nämlich die Erde ja wieder ein bisschen mehr Platz für Gegenstände zum Identifizieren. Und wieso? Moment, jetzt ist der Behälter schon voll. Bitte was? Das ist der ganze nimmervolle Beutel? Wahrscheinlich, weil hier 12 Items gezählt werden statt einem. Oh, ich bin mega enttäuscht.
Kann man den leeren Sarg nicht doch irgendwie rausnehmen? Anscheinend nicht. £2.470. Hä? Habe ich jetzt zweimal... Oh Gott. Oh Gott, ist das ein Bug? Habe ich hier einen Bug, Leute? Gehindert. Tollfuß ist gehindert. Kann sich nicht bewegen. Jetzt habe ich hier die Särge heraus. Was ist denn jetzt passiert? Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das sollte wahrscheinlich nicht sein. Ich habe die Särge jetzt in den Rucksack gepackt. Ich kann sie nicht mehr zurückpacken. Ich habe die dupliziert jetzt. Ich kann sie aber auch nicht ablegen. Nun, okay, gut zu wissen. Ich muss nochmal neu laden. Uiuiuiui. Gut, dass ich hier nicht gespeichert habe. Ich gucke mir das nochmal ganz kurz an hier. Leerer Sarg. Ich kann die in den Rucksack legen, ja. Und dann kann ich nichts mehr damit machen, ne? Ich kann den nicht verschieben, aber auch nicht mehr zurückbringen. Oder ablegen, das geht einfach nicht. Nun. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Bin ein bisschen enttäuscht jetzt hier. Also anscheinend gibt's hier, wird hier wahrscheinlich nach Items geguckt. Das heißt, wenn wir 20 Items oder so hier drin haben, ist wahrscheinlich der Beutel voll, egal wie groß oder wie schwer diese Sachen sind. Was ein bisschen schade ist, ehrlicherweise. Bin etwas enttäuscht. Na gut. Auf der anderen Seite haben wir jetzt nochmal die Chance, dass wir uns hier geordnet aufstellen. Wer drängt sich denn jetzt? Wieso drängt sich denn Eri jetzt so nach vorne hier? So. Hätte gehofft, wir können noch verhindern, dass er ihn zerschnetzelt. Hat leider nicht geklappt. So, jetzt stirbt doch endlich, Troll. Na gut, das heißt, was wir jetzt machen ist, wir werden die normalen Kugeln, lassen wir hier. Wir lassen die normalen Kugeln hier, wir werden nur die verzauberten mitnehmen. Weil die lohnen sich wirklich und das sind auch die, die man wieder teuer kaufen müsste. Und die anderen, die bleiben hier. Ich bin sehr enttäuscht von diesem nimmervollen Beutel hier. Ich habe ja gewusst, dass er eine begrenzte Kapazität hat, dass die aber so klein ist. Hätte ich nicht gedacht. So, Zauber lernen, dann identifizieren. Wir lassen auch die anderen Kugeln jetzt einfach mal hier liegen. Die nehmen mir nur den Platz weg. Ja, wir können die nicht hier hochsetzen, weil die dann verwendet werden. Wir müssen oben die Munitionstasche leer lassen. So, jetzt, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist hier die Tür. Und eine ist hier, wir gehen mal den inoffiziellen Weg. Kommt denn hier? Ach, da ist ja schon der Delson. Ich habe nichts, was ihr brauchen könntet. Fräulein Nadia, was macht ihr hier? Wenn ich mich richtig erinnere, wart ihr noch nie bei den Dienerquartieren. Ach, danke, Delson, aber das ist nicht der Augenblick für Heimlichkeiten. Die Leute sind nicht meine Familie, sondern meine Mietlinge. Meine Geheimnisse also. Ja, wie ihr wünscht, Fräulein Nadia. Bitte keine Unterwürfigkeiten wegen mir. Meine Tantchen mag vielleicht kriecherische Diener, ich jedoch nicht. So. Warum lasst ihr diesen Mann für euch lügen? Was habt ihr zu verbergen? Eine gerechte Frage. Verwende die Tür, um ungesehen hinauszugelangen. Tantchen bevorzugt es, keinen Kontakt zu den Leuten zu haben, über die wir herrschen. Aber eine niedere Herkunft ist kein Grund für eine schlechte Behandlung. Ich fürchte, Tantchen steht solchen Ideen wenig aufgeschlossen gegenüber, gehört zur alten Schule und glaubt, dass man die niederen Klassen nicht oft genug an ihre Stelle erinnern kann, an ihre Stellung erinnern kann. Bin da anderer Meinung. Stimmt, sie ist eine ziemlich eingebildete alte Dame, oder? Wir haben für sowas wie sie in der Tat eine Art Sprichwort. Das südliche Ende eines nordwärts gehenden Ogers. Was? Das reicht, Delson. So redet man nicht von ihr. Ich bitte vielmals um Entschuldigung, Fräulein Nadia. Ich wollte nicht. Ja, ganz sicher nicht. Ungeachtet ihrer Haltung ist sie immer noch eine Adelige dieses Hauses. Nun gut, wir müssen uns daran machen, diesen Ort vor allem für meine Familie zurückzuerobern. Ich habe Neuigkeiten von Ihnen.
Fräulein Nalia, obwohl es nicht unbedingt gute sind, Fürst Darnis war heute Morgen noch am Leben und ich habe gesehen, wie ihn ein großer Troll, der größte, den ich bislang gesehen habe, in die Burg geschleppt hat. Wahrscheinlich haben sie ihn hinuntergebracht in den Keller. Es sind ganz einfach nur Keller. Lasse nicht zu, dass man sie trotz ihrer Geschichte heute anders nennt. Das ist ein Befehl meines Vaters. Bitte was? Wieso betont sie dieses Wort so seltsam? Fräulein Nalia, ja, er hat tapfer gekämpft, aber er hat es nicht bis zu seinem Pflegel geschafft oder vielleicht nicht genügend Teile dafür finden können. Eins davon soll hier irgendwo versteckt sein, aber er hat niemandem verraten, wo. Ich habe die Waffe niemals in Aktion gesehen. Er hat auch nie gesagt, warum er sie nicht öfters trägt. Wir sollten nach ihr suchen, wenn er sie nicht bei sich hatte. Er wurde also in den Keller gebracht. Ihr wünscht, Fräulein Nalia. In der Tat, ihr seid ein guter Mann, Delsen. So, ich muss wissen, wie viele Gegner uns erwarten. Ich habe so um die 30 Trolle gesehen. Sie kommandierten etwas namens Yuan Ti, aber ich weiß nicht, wie viele es davon gibt. Wirklich seltsame Dinge, aber hier ist alles seltsam. Sie scheinen ihnen aus dem Weg zu gehen, um die Burg nicht zu beschädigen. Ich habe zwar noch nie von umsichtigen Trollen gehört, aber vielleicht gefällt es ihnen im Keller ja besser. Der Keller ist... Genug, Delsen, ich werde es erzählen. Dieser Keller ist ein Relikt, ein Überbleibsel aus Zeiten, in denen unsere Familie nicht so fürsorglich war, wie sie hätte sein sollen. Nun, ich werde eure Wünsche respektieren, aber ich werde es euch nicht verschleiern lassen. Nennt es beim Namen. Wie könnt ihr es wagen? Ich habe so viel getan, um Wiedergutmachung zu leisten. Nein, nein! Ihr habt ja recht. Der Keller ist ein Kerker. Mein Vater hat ihn zumauern lassen, aber er wurde oft benutzt. Aha, jetzt wissen wir auch, was das mit dem Keller auf sich hat. Ich werde nicht zulassen, dass er erneut als Kerker verwendet wird. Es gibt keine Entschuldigung dafür. Wie konnten Sie, Delsen, habt ihr diese Monster etwa vom Keller erzählt? Niemals, Fräulein Nalia. Sie haben für mein Leben nur geringe Dienste erhalten. Würde niemals. Nein, ich glaube euch, aber woher wussten Sie es? Vater hätte es nicht verraten. Kommt, wir müssen gehen. Delsen bereitet alle anderen, die er findet, darauf vor, den Dienst wieder aufzunehmen. Ja, Fräulein Nalia. Oh, da war auch noch etwas anderes. Ich weiß nicht, ob es helfen wird, aber ich sollte es euch wohl doch sagen. Dieser große Troll hat eine Horde hässlicher Monster bei sich, die wie verrückt graben. Ich musste sie füttern und sie lassen nichts zwischen sich und ihr Futter kommen. Sie verließen ihren Posten für die Hundesuppe, die ich machte. Musste 4 Hunde pro Mahlzeit töten. Ekelhaft. Wir bewachen die Haupthalle des Kerkers, aber sie werden in einer der Zellen gefüttert. Südlich die Halle hinunter, im hinteren Teil des Raumes, in den sie zuerst eingebrochen sind. Ich wollte euch nur vor ihnen warnen, sie hätten mich beinahe getötet. Dabei habe ich doch nur das Futter in die Zelle geworfen. Nichts hält sie von ihrem Futter fern. Danke, Delsen. Nun verschwindet von hier, ich will nicht, dass ihr verletzt werdet. Ja, Fräulein Nalia, noch etwas bevor ich gehe. Denkt daran, gegen gefallene Trolle Feuer einzusetzen oder sie werden wieder auferstehen. Dankeschön. Auch dir für diesen Hinweis. Ich finde es toll, dass die Entwickler hier immer dafür sorgen, dass man die wirklich wichtigen Hinweise doppelt und dreifach zu hören bekommt, damit das auch ja nicht verpasst wird. So, wir sind schon wieder am Ende der Folge. Wir sind zumindest heute mal in die Festung der Darnis gekommen und werden die in der nächsten Folge ein bisschen erkunden. Ich freue mich sehr, diesen Abschnitt hier endlich mal auf uns zu nehmen und wir gucken mal, was es dann so mit dem Keller auf sich hat.